Hallo und willkommen zurück beim Game Star Trek Online. Tschüss! Mann, da hat mir sogar einen Arsch gerettet. Darkstar. Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Alter! Thank you.
Jet passiert. Also kannst du mir das gleiche auch empfehlen, so wie ich das verstehe. Also heißt es, ich muss mir 300.000 sparen, richtig? Hä, wie soll denn das denn gehen? Ach so, okay, verstehe. Man könnte... Alter, ey, ich will mein Geld haben, ich will mein Geld zurückhaben. Ja, genau, eigentlich schon. Außer natürlich, du hast den Bug wie ich und das wird auf dein Shuttle alles ausgerüstet. Ich denke, das kann aber auch sein, dass du dadurch mehr, das neue Schiff hat wahrscheinlich auch noch mehr Schilde und so weiter und so fort. Ne? Muss auch noch bedenken. Okay. Jojo, bye bye. Ciao, ciao. Die sind hilfreich, muss ich ehrlich sagen. Die sind jetzt richtig hilfreich gewesen. Aber ist doch normal, das ist ein Kreuzer, Mensch. Wie sieht denn dein Schiff jetzt aus? Richtig gut oder richtig beschissen? Irgendwie funktioniert diese Scheißmission nicht. Ich habe gerade schon wieder eine Mission, die wieder nicht funktioniert, richtig. Ja, zum Kotzen. Ja, ich soll Voss bei den Kontrolltürmen besiegen. Das heißt, ich muss jetzt in den Kontrolltürmen fliegen und die dort besiegen. Habe ich gemacht.
0% immer noch. In der Sphäre? Ja, bei den Kontrolltürmen eben hier, wo man da sein soll. Ja. Okay, gut zu wissen, dann fliege ich dorthin. Ah, kann ich noch schneller fliegen? Aber manche Missionen sind hier richtig krank. Da muss man wirklich zu mehreren spielen eigentlich. Also das muss ich echt sagen, das ist derbe. Minimum. Und das finde ich schon krass, wenn die das auch schon da sagen. Ne? Also da muss ich sagen, das ist, gefällt mir gut so. Also da muss ich echt sagen, wow, positiv. Schon schnell, wir müssen die Schiffe da noch angreifen. Den Prozent, ja, halt funktioniert endlich. Ja, bei manchen Schiffen. Auch nicht schlecht. Brauchen wir was anderes. Aber was für eine Gewalt war schon echt krass, muss ich sagen. Also die Waffen sind echt heftig. Die hauen rein. Verdammt, hier sind keine Schiffe mehr und wir nehmen einen Kontrollpunkt hier gerade ein, ey. Mal gucken, wo könnte man sonst noch hin? Die Zone ist noch rot. Dann fliege ich mal hin. Ich muss sagen, das Spiel rockt, muss ich ehrlich sagen. Also so viele Varianten, wie es hier geben kann. Du kannst ja aussuchen, entweder machst du Bodenkampf oder du machst Luftkampf. Beziehungsweise Weltraumkampf und so. Also finde ich nicht schlecht. Ganz ehrlich, wäre es bei Destiny gewesen, ich glaube, dann würden es noch mehr Leute spielen. Muss ich ehrlich sagen. Ich hätte es, glaube ich, jetzt auch immer noch gespielt, weil ich liebe solche Luftkampfscheiße.